Herzlich willkommen zum zweiten Konzert im Rahmen des diesjährigen Münchner Orgelsommers, der Corona-bedingt leider nur online stattfinden kann. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Für das heutige Konzert habe ich einige Raritäten der Orgelliteratur ausgewählt. Begonnen habe ich mit einem Präludium und Fuge von Karl Czerny. Er ist den Klavierspielern wohl vor allem durch seine zahlreichen Etüden bekannt. Er hat aber auch einige interessante Werke für die Orgel geschrieben. Nun folgt vom Amerikaner James Rogers eine Miniatursuite mit 4 kurzen, markanten und charakteristischen Sätzen. Weiter geht es dann mit Hans-Uwe Hielscher. Er ist in Wiesbaden an der Marktkirche als Organist tätig. Von ihm hören wir seine druckfrische Cavatina, welche erst im April 2020 komponiert wurde. Ich wünsche viel Vergnügen.
Der zweite Teil meines Programmes beinhaltet barocke Werke. Von Valentin Heinrich Eckelt erklingt eine Chaconne über ein siebentaktiges Bassthema mit 17 Variationen. Hier hören Sie die Steinmeier-Orgel von St. Lukas in ihrer vollen Klangvielfalt. Zum Schluss dann ein bekanntes Werk von Johann Sebastian Bach, sein dreiteiliges Pièce d'Orgue oder auch G-Dur-Fantasie genannt. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie den Münchner Orgelsommer mit einer Spende unterstützen. Dies ist über den eingerichteten Spendenbutton auf unserer Website ganz einfach möglich. Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Sommer- und Urlaubszeit. Bleiben Sie gesund. Meine Kollegen und ich freuen sich, wenn Sie dem Münchner Orgelsommer in den nächsten Wochen weiterhin treu bleiben.